muss unsere Hochzeit canceln. Per SMS? Ich hätte dich schon angerufen. Gut zu Vögeln, eine antiromantische Liebeskomödie, kommt in die Kinos. 2 Wochen vor der geplanten Hochzeit macht der Verlobte von Merlin per SMS Schluss. Antiromantischer kann es gar nicht sein. Anja Knauer alias Merlin lässt uns wissen, welche Rolle die Romantik ihrer Meinung nach heute spielt. Ich glaube, dass die Leute antiromantischer werden heutzutage, aber ich glaube, dass die Romantik dadurch immer wichtiger wird. Halt weniger, aber... Ja, immer schwieriger, glaube ich, was zu finden, was romantisch ist. Auch gerade für Männer, sich da was auszudenken, da ist ja schon alles da gewesen. Aber je schwieriger es ist, desto mehr wünscht man sich das ja so als Frau. Merlin zieht nach der Abfuhr in eine Männer-WG und trifft dort auf den Barkeeper Jakob, der alles andere als romantisch ist. Gespielt wird er von Max von Thun, der uns verrät, was das Romantischste war, was er schon mal für eine Frau getan hat. Ein Lied geschrieben. Ich finde, das ist ziemlich persönlich so. Also ich mache Musik und einer Frau ein Liebeslied zu schreiben, ist, denke ich, was Romantisches. Jakob ist ein ziemlicher Draufgänger. Er nimmt das Leben leicht, will nicht erwachsen werden und hat lieber One-Night-Stands als eine Beziehung. Doch inwieweit kann sich Max von Thun mit ihm identifizieren? Mir ist der nicht ganz fremd. So. Ich habe auch mal Zeiten gehabt, wo ich ein bisschen wilder war und wo ich vielleicht häufiger wechselnde Partnerinnen hatte so und das Leben auch ähnlich leicht genommen habe. Aber da hört es dann eigentlich auch schon auf. Doch was genau sieht Merlin in Jakob? Also zu unterschiedlichen Punkten im Film unterschiedliche Dinge. Am Anfang vielleicht sowas wie eine kleine Rettung aus der Situation, aus dem tiefen Liebeskummer und nicht mehr. In der Mitte des Films wahrscheinlich jemanden, der doch sehr gut zu ihr passen könnte und jemand, in den sie sich verlieben könnte. Einen großen Jungen vielleicht zwischendurch auch mal. Und am Ende doch dann, Überraschung, jemanden, der tatsächlich der Mann an ihrer Seite sein kann und irgendwie es auch mit ihr zusammen vielleicht schafft, erwachsen zu werden. Und den Kinobesucher erwartet so einiges, also ziemlich viel Spaß, glaube ich. Jeder, der sich an die 90er erinnern kann, der wird sehr, sehr viele Sachen wiederfinden in diesem Film. Jeder, der mal Liebeskummer hat, wird da, glaube ich, Spaß haben, in diesen Film zu gehen. Und jeder, der in der WG gewohnt hat, sicher auch. Gut zu Vögeln. Was für ein Kack-Wortspiel. Den habe ich nie verstanden.